So, hey, da bin ich wieder und ihr seht schon, Lester ist weg. Es gab eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit. Ich bin in den Cheat-Modus und habe mir einen Gegenstand gecheatet. Der heißt, schicke Lester nach Hause. Das ist das Lester Bugfix-Book. Und sobald man das liest, ja, nimmt er seine Arme runter und haut ab. Ich zeig's euch auch nochmal. Der Marvin-Modus wieder aus, für den Leute, die den kennen. Ich zeige euch auch die Werte. Ich habe nichts an den Werten gecheatet. Ist alles so wie vorher. Könnt ihr vergleichen. Wir haben hier eh nichts gelernt. Ich habe wirklich nur dieses Buch geholt, damit wir nicht irgendwie irgendwas noch lange nochmal machen müssen, denn das ist ein bekannter Bug. Bei mir ist er noch nie aufgetreten. Jetzt ist er aufgetreten. Man lernt immer wieder was Neues. Ich habe das Buch da mal hingeschmissen, denn falls es nochmal auftreten sollte, können wir uns das einfach wiederholen. Warte mal. Wir könnten ja auch mal mit Marvin sprechen. Mit Melvin? Nee, der sagt nix. Der ist wohl schon auf Ibiza. Obwohl, nee, der hat ja gesagt, dass er sich ja jetzt erstmal aufhält. Hier ist noch keiner auf Ibiza, hat er glaube ich gesagt, ne? Guck, da ist er. Hey. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Gott. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Na sicher. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Mach Platz! Damit wäre die Sache mit Balnam wohl erledigt. So, jetzt haben wir noch Balkada. Und Ball Dingsbums und Ball Dankste Dings. Und was haben wir hier? Ein Templer. Und den Typen hier hinten haben wir ja auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr. Goren. Habe ich schon gar nicht gesehen. Auf zu stampfen. Vielleicht, wenn wir hier reingehen, kriegen wir vielleicht Aggressionen und... Nein. Wenn ich die Waffe ziehe? So von wegen. Ich schlag dich kaputt. Ah ja. Die richtige Entscheidung. Sehr gut. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst Kennen du wir nicht doch. zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Bal-Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Kor'Kalom, direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Das machen wir doch glatt, oder? Ach komm, wir nehmen mal den eigentlich richtigen Weg, klettern hier mal hoch. Ich wusste doch, dass hier irgendwo noch was geht. Sehen die denn aus? Sehen aus, als würden hier irgendwas bewachen. Scheinbar nicht. Solange ich damit nichts zu tun habe.
Wahrscheinlich hast du recht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So. Es war... Das passiert mir nicht. Speichern wir doch mal, denn ich denke mal, den müssen wir auf die Schnauze hauen. Nicht, dass der hier total der Über-Pro-Boxer oder so ist. Ich glaube kaum, dass ich... Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Muss nicht jeder gleich wissen. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Alter. Raffst du's nicht? Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Alter. Dem hau ich zur Brei. Hast gewonnen! Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Idiot! Verklauen tun wir den natürlich jetzt nicht, sonst hauen uns bestimmt andere Leute hier aufs Maul. Los, steh auf. Heul nicht rum, verdammt. Sollst nicht rumheulen, habe ich gesagt. Ah, jetzt halt er rum. Oh, das ist Gornadrak. Oder? Vielleicht doch. Yo, erstmal gleich wieder rauchen. Ich glaub's hackt. Leg die Scheiße weg. Suchst du wieder Streit? Was? Willst du noch eine haben? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl! Wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Lass mich mal vorbei. Na, dann mir mal vorbei. Gehen wir doch gleich mal da hinten wieder zu denen hin. Ah, ich finde das Sumpflager echt schön gemacht. Also das ist echt richtig stimmig hier. Auch die Atmosphäre, die ist richtig geil, finde ich. Viel besser als in den anderen Lagern. Deswegen spiele ich das hier auch eigentlich super gerne. Meine, der Weg der Magier, Feuermagier ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen gegen Ende. Was ist das denn für einer? Gornaran, den haben wir auch noch nicht gesehen. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Darf ich den? Nein. Er sagt nichts mehr. Okay. Und hier, das ist einfach so stimmig, auch wenn man dann Templer wird. Also ich lege das wirklich nochmal jedem Anfänger ans Herz, hier in dem Lager anzufangen. Ich bin halt so ein kleiner Magier-Freak. So, haben wir jetzt hier Harlock? Ich habe mit Urin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh! Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Also, so freien, ich kann sein, dass ich jetzt auch eine leichte Macke habe oder so. Der hat ja mit uns geredet. Also, der hat ja seinen Mund geöffnet.
Da kamen Worte raus und das nenne ich als mich ansprechen. Dann darf ich den doch auch ansprechen. Gibt der uns vielleicht auch was? Nee. Baal Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Huh? Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Kor Kalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Gucken, wenn was du passiert. Einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts, klar? Also das könnte natürlich jetzt derjenige sein. Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Klar. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Sehr gut. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Das machen wir natürlich nicht. Also das Kraut, was wir jetzt hier kriegen, Cypher bringen. Aber wir haben ja noch die Sumpfkrautlieferung aus dem neuen Lager. Und die können wir ihm vielleicht gewinnbringend verkaufen. Ja, die haben da ja schon 400 Gold vorgestreckt. 400 Erz, nicht 400 Gold. Und vielleicht geht da was. Wo ist denn der andere Typ? Jetzt einfach mal hier hinten in die Richtung. Lassen sie rumfliegen. Vivian. Ich wusste mal, wo der war, aber weißt du, Gehirn wie ein Sieb. Und nein, den leuchtet's doch. Noch in so einem Fall. Also wenn uns ein Sub, wenn ihr immer so ein Gröll, so wie so ein Orca hört, dann ja, ist unsere Buchse bis zum Rand gefüllt. Wir sollten uns schleunigst bewegen. Ja, da ist ein Platt. Ist ja schon gut, gehen wir halt außen rum. Heilkräuter. Heilkräuter. Das selten ist keine Höhle. Ich will auf keinen Fall so einem Sumpfhai zu nahe kommen. Ich will die Heilkräuter hier aber mitnehmen. Oh oh. Er folgt mir jetzt hoffentlich nicht. Nein, hat sich beruhigt. Sehr gut. So,
Und schon mal die Waffe raus, falls eine von den Sumpffliegen meint, uns anfliegen zu müssen. Ich habe Angst. Haben wohl eine Macke, hä? Haben die doch. Da soll es nicht als seitlich laufen. Komm mal her, du Vogel. Da ist gerade jemand gestorben. Blutflieger? Oh 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 oh. Der will uns nicht knutschen, glaube ich. Warte jetzt erstmal, bis die da raus sind und dann looten wir da drin erstmal. Wer auch immer da drin gestorben ist. Oh. Bist du denn? Na, sollte ich die Fäuste auspacken. So, Vivian. Wir halten uns hier viel zu lange in dem Sumpf auf, irgendwie. Auf der anderen Seite des Sumpfes. Hat er ja gesocht. Socht er. Dann latschst du da halt also im Eingang rum. Und den wir gespeichert haben, gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas ausrichten können. Die kotzen auch gleich. Erstmal noch ein paar Pilze. So, Sumpffliegenstachel, Blutfliegenstachel meine ich. Wurscht. Hier haben wir von neuem umgebracht. Gehen wir mal hier rüber. Gucken wir mal nach da, ist der Sumpf heißt. Ich will den da weghaben. Passt auf, das versuchen wir mal. Weil das, wir haben ja gehört, da ist irgendwer gestorben. Hallo? Deswegen speichern wir jetzt hier mal, weil wir müssen auf jeden Fall speichern, wenn der uns sonst gleich angreift. Alter, war das knapp.
Shroud. Shroud ist dort. Ruhe. Gehen einfach mal hier jetzt auf dem Steg so ein bisschen rüber. So viele Heilkräuter. Da sind wieder Blutfliegen. Andere Seite vom Sumpf, das ist ja für euch auch hier, oder? Oh, Barriere. Wenn wir nicht sterben wollen, wollten wir nicht viel weiter gehen. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Wohohohoho. Lieber Herr Gesangsverein. Alter. Anderen Seite des Sumpfes. Was soll denn dieser scheiß Vivian sein? Das Blöde ist auch, ich weiß das nicht mehr. Wir gehen doch nochmal hinten rum. Also wir kämpfen uns hier mal durch. Wenn irgendein Blutflieger Interesse an uns hat, heißt's. Nein. Nix Ruhe. Ruhe. Alter, was ist mit dir nicht richtig? Da sind wir doch. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Der ist mir viel zu nah, der Sumpfhai. Hört er jetzt auf, uns zu verfolgen? Sehr gut. Novizo? Novizo? Yay! Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab ne bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Toll.
Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Die eine Blutfliege da. Heul doch mal rum. Der klatschen wir jetzt ein paar und dann hat sich die Sache. Komm her, Fliegchen. Wir gehen halt eigentlich für dich. Alter, vielleicht nur schlecht. Da hängst du gut. Ich sehe weit und breit kein... Da sind aber noch so leicht... Was, aber wo denn? Hä? Ach, die da drüben meint er wahrscheinlich. Okay, dann stärken wir uns nochmal kurz. Ja, Juten, Schinken und Fleisch und alles hier in die Figur schieben. Dann hüpfen wir mal da. Oh, Wasser. Oh, oh. Alter, ich hab Angst vor diesem Sumpffall. Hey.